Das Tutorial eines MMOs muss viel leisten und umso tragischer ist es, dass das Standard-Tutorial das schwächste seiner Art ist. Es hat schon so viele Iterationen durch, dass man leicht den Überblick verliert. Die aktuelle Version scheint tatsächlich eine Kombination des allerersten Tutorials und den späteren Versionen zu sein und das tut der Story erstmal keine Gefallen. Die ursprüngliche Version warf uns gleich als Fähnrich ins Gefecht mit dem Borg. Wie wir dorthin gelangt sind, spielte keine Rolle und das war auch voll okay so. Später entschied man sich aber, dass der Anfang an der Akademie stattfinden sollte. Also beginnen wir dort. Und können keine 2 Meter gehen, ohne dass man uns erzählt, was für ein geiler Typ, Typin oder Envy wir sind. Wir sind scheinbar der absolute Musterschüler unseres Jahrgangs und der Grund, wieso einige unserer Kameraden es überhaupt bis zu ihrem Abschluss geschafft haben. Wir haben also noch nichts geleistet und sind bereits jetzt einfach die größte Mary Sue im Universum, was durchaus was heißen will in einer Welt, in der Wesley Crusher sowie Michael Burnham existieren und deren Fanfictions 1973 den Begriff überhaupt erst geprägt haben. In weniger als 2 Jahren Ingame-Zeit werden wir im Rang über unseren Ausbildern stehen. Der gesamte Plot des Spiels, Zeitreisesequenzen und Flashbacks ausgenommen, spielt in den Jahren 2409 bis 2411. To be fair, einige Missionen sind in ihrem Timing gewandert, es ist irgendwo also verständlich, dass Cryptic es sich hier einfach gemacht hat. Aber ich sag hier schon mal, dass das alles wesentlich besser funktioniert, wenn man das Ingame-Jahr mit dem aktuellen Jahr in der realen Welt plus 400 Jahre gleichsetzt, sodass die aktuellen Missionen im Jahr 2424 spielen würden. Nach ein bisschen Standard-Tutorial-Kram sollen wir für unseren Abschluss an einem Trainingsflug teilnehmen, unter dem Kommando von Captain Taggart. Und weil wir so ein Musterschüler sind, sollen wir sein erster Offizier werden. So weit, so gut. Aber kaum haben wir das Raumdock verlassen, erhalten wir einen Notruf von einem Frachtschiff. Und weil wir im Kerngebiet der Föderation sind, kaum vor der Haustür, sind wir natürlich das einzige Schiff in Reichweite. Dumm, aber zumindest normal für Star Trek. Wir ändern also brav den Kurs, um den Frachter zu retten, nur um von einer Borg-Sphäre überrascht zu werden. Unser Schiff aus Redshirts wird kurzerhand von Drohnen geentert. Glücklicherweise passen sich diese aber weder an unser Waffenfeuer an, noch nehmen sie sinnvollere Kampfformationen als unsere Kameraden ein. Eine Rambo-Aktion, ein paar dumme Actionfilmsprüche und ein First-Contact-Callback später kehren wir also auf die Brücke zurück. Gerade rechtzeitig, um einen weiteren Callback zu Best of Both Worlds erleben und zusehen zu können, wie Captain Taggart von den Borg entführt wird. Und das wiederum bedeutet, wir haben die Brücke. Kleiner Zwischenruf an dieser Stelle, unsere Kameradin Elisa Flores hat hier mehr gesprochenen Dialog, als ihre Dialogbox an Text enthält. In diesem Spiel müsst ihr nicht nach Bugs und Jank suchen, diese Dinge finden euch. Hier hat man jedenfalls von der vorherigen Tutorial-Version den Text gekürzt, ohne die Voiceline zurechtzuschneiden, weshalb Flores hier sagt, dass sich Taggart für uns geopfert hätte. Merkt euch das bitte. Nachdem wir empfindliche Komponenten mithilfe unserer Phaser bergen, kein Witz, wird es ein paar Reparaturen und Formalitäten später Zeit für unseren ersten Raumkampf. Zu unserem Glück sind die ersten Sonden so frisch, dass sie noch keine Schilde haben, ein paar Torpedos genügen also. STO setzt den Trend fort, dass Energiewaffen primär zur Zerstörung von Schilden dienen, während Torpedos gegen die Hülle eingesetzt werden sollen. In der Kombination mit Strahlenwaffen haben wir durchaus eine interessante taktische Dynamik. Standard-Phaser-Marken haben einen Firing-Arc von 250 Grad. Um die hinteren und vorderen Marken gemeinsam einsetzen zu können, müssen wir unserem Ziel also die Breitseite präsentieren. Die meisten Torpedos dagegen haben einen Arc von 90 Grad. Wenn die feindlichen Schilde unten sind, müssen wir unser Ziel also entweder vor oder hinter uns bringen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis haben Torpedos einige Probleme, sobald es ins Late-Game geht. Sobald wir mehr Waffenslots haben, machen einzelne Torpedos einfach nicht mit den Unterschied wie am Anfang und unsere taktischen Konsolenslots werden auch ausschließlich auf einen Schadenstyp ausrichten müssen, wo unsere viel zahlreicheren Energiewaffen klar Priorität haben. Noch dazu teilen Torpedos einen kurzen globalen Cooldown, während alle anderen Waffen problemlos parallel abgefeuert werden können. Mehrere Torpedorampen harmonieren also nicht gut miteinander. Damit geht diese ständige Positionierungsaufgabe leider flöten. Ich kann euch gar nicht sagen, welches Spiel diese Zwecktrennung ursprünglich etablierte. Starfleet Academy war wahrscheinlich zu früh, bei Bridge Commander und Starfleet Command bin ich mir unsicher, aber Legacy hat auf jeden Fall 2006 schon damit gearbeitet. Von den anderen Waffen sind im Grunde nur die schweren Doppelkanonen brauchbar, die mit 360 Grad Geschützen in hinteren Slots kombiniert werden und im Grunde die gesamte Feuerkraft vorne bündeln. Doppelstrahlbänke erfüllen theoretisch den gleichen Zweck, werden aber von anderen Fähigkeiten gebufft als Kanonen und es gibt keine Gegenparts für die hinteren Slots, die von Strahlenfähigkeiten profitieren würden. Omni-Strahlenbänke sind in ihrer Anzahl eng begrenzt, sodass man auf Schiffen mit mehr als 3 hinteren Waffenslots nicht sauber damit arbeiten kann. Nach kurzer Zeit trifft dann die USS Chimera unter dem Kommando von Captain Nog ein. Als Sohn des großen Nagus hat Nog natürlich das potenziell teuerste, da Lifetime-exklusive Schiff im Spiel. Als eine weitere Borg-Sphäre eintrifft, greift diese das überlegene Schiff an, sodass wir ein wenig helfen dürfen. Aber während wir die Sphäre tag-teamen, trifft noch ein weiteres Raumschiff ein.
die USS Voyager unter dem Kommando von Admiral Janeway. Und hier fangen meine Probleme an. Norks Auftritt ist ein guter Weg, um die Production Values des Spiels zu zeigen, ohne direkt zu dick aufzutragen. Er war immerhin nie ein Hauptcharakter, auch wenn man das bei manchen DS9-Nebencharakteren leicht vergessen kann, und die Chimera ist kein Heldenschiff. Aber Janeway und Nork gleichzeitig sind hier etwas viel, auch wenn ich verstehe, dass man Janeway, nachdem man endlich Kate Mulgrew bekam, auch einsetzen wollte. Bei Mulgrew war das Problem lange Zeit, dass sie zwar grundsätzlich Interesse hatte, aber gerne mit Patrick Stewart zusammenarbeiten wollte. Beide gleichzeitig wären aber einfach zu teuer gewesen. Zum Glück für Cryptic kam seitdem Star Trek Prodigy, wobei sich die Entwickler auch ab einem bestimmten Punkt dazu entscheiden mussten, die Ereignisse der neueren Serien auszuklammern, da sie zu sehr mit ihrer eigenen Geschichte kollidieren. Deshalb ist hier auch weiterhin nicht die romulanische Sonne, sondern der Stern Hobus explodiert. Mit der Änderung ergibt Spocks Rettungsversuch nämlich auch keinen Sinn mehr. Und es ist auch die OG Voyager, der wir begegnen, statt ihrer Nachfolgerin wie im Prodigy etabliert. Meiner Meinung nach hätte es hier aber genügt, wenn sich Janeway hier nur kurz per Funk meldet, Nork neue Befehle gibt und uns seinem Kommando unterstellt. Zugegebenermaßen hätte man aber dafür vermutlich neue Voice-Lines für Nork gebraucht, was ungünstig ist, da Aaron Eisenberg leider 2019 im Alter von nur 50 Jahren verstorben ist. Aber wenigstens gab die neue Version wohl Cryptic einen Grund, endlich die Animation der variablen Geometriepylonen auf der Intrepid-Klasse zu fixen. Ein Notruf und eine Schlachtfeldbeförderung später begeben wird's zu USS Kittomer, zufällig dem Schiff, auf dem das OG-Tutorial stattfand. Während die Chimera und die Voyager der Kittomer helfen, scannen wir die Umgebung und erfahren dann, dass es Emma Hender Kittomer das Kommando übernommen hat. Wir müssen ja auch Zachary Quintos Voicelines noch verwerten. Ein paar Scans und abgewehrte Borgs und mehr, und wir werden auf einmal von einem riesigen Transwarp-Tor überrascht. To be fair, vermutlich könnte ein Gerät, das literally dazu dient, große Objekte quer durch die Galaxie zu schicken, sich auch selbst quer durch die Galaxie schicken, aber das ist trotzdem erstmal kritisch. Die Voyager und Chimera bleiben also zurück, um die Borg zu beschäftigen, bis die restliche Sternflotte eintrifft und die Invasion eindämmen kann. Ich schätze mal, oberste Priorität hätte die Zerstörung des Tores, aber hier wird erstmal nur von Eindämmung gesprochen. Wir sollen uns in der Zwischenzeit zur Vega-Kolonie begeben, eine der wenigen Konstanten in diesem Tutorial, um sie vor den Borg zu warnen und bei der Evakuierung zu helfen. An dieser Stelle dürfen wir das erste Mal den Sektorenraum navigieren, um zwischen Systemen zu reisen. Das kann sich in den ersten Stunden aber etwas ziehen, da dürfen wir dankenswerterweise inzwischen zu jedem System, in dem sich eine aktive Mission befindet, per Transwarp springen. Der Nachteil daran ist, dass dies die Welt natürlich kleiner wirken lässt. Im Sektorenraum selbst gibt es aber inzwischen kaum noch etwas zu tun. Früher konnten wir auf feindliche Schiffe treffen, die bei Kontakt eine Encounter auslösten. Inzwischen können wir hier aber im Grunde nur noch Aufträge an unsere Dienstoffiziere verteilen, die ich im nächsten Video erläutern werde, da wir sie hier noch nicht freigeschaltet haben. Nachdem wir ein paar Frachter retten, lesen wir auf Vega unseren vierten Brückenoffizier auf, dem wir lieber mal nicht sagen, dass er als fertiger Offizier gerade von einem Kadetten herumkommandiert wird. Wie sich herausstellt, können die Borg ihre Nanosonden auch direkt in die Atmosphäre und in den Boden pumpen. To be fair, wir haben in den Serien noch nie gesehen, wie eine Assimilation auf planetarem Maßstab abläuft, aber wenn das so schnell geht, müssten wir innerhalb von 10 Minuten vollwertige Drohnen sein. Ansonsten laufen wir rum, töten Borg, laufen mehr rum und töten noch mehr Borg. Bis wir auf Captain Taggart treffen, der nun vollständig assimiliert ist. Auch auf ihn schießen wir, bis er umfällt, aber genug Waffenfeuer, um 10 Klingonen zu töten, sowie eine vollständige Assimilation bedeuten natürlich, dass er vollständig genesen wird. Und jetzt muss ich etwas weiter ausholen, denn dieses jüngste Tutorial tut diesem Charakter einfach keine Gefallen. In gewisser Weise hat die vorherige Version sogar noch dicker aufgetragen. Zwar ohne Janeway oder die Kittomer, aber dafür wurden wir erst von den Klingonen angegriffen, die auch Taggart entführten, und dann kamen zusätzlich die Borg, weil es sonst nicht genug Aufregung für den ersten Tag im großen Stuhl ist. Die Klingonen-Situation löste sich damit, dass Taggart die Kapitulation der Kadetten befehlen sollte, er sie aber stattdessen anwies, seinen Kommunikator anzuvisieren und damit auf den getarnten Bird of Prey zu feuern. Das war das Opfer, von dem Flores sprach. Als ich merkte, dass Taggart nun überlebt, habe ich direkt als erstes überprüft, ob er nun in der Story-Beteiligung bekommt. Spoiler, er taucht nicht wieder auf. Vorher hatte er ein heroisches Ende, aber nun ist er kaum mehr als eine Fußnote. Wenn wir sein Schicksal schon neu schreiben, hätte man ihn auch sinnvoll einsetzen können. Selbst als Lieutenant ist es fragwürdig, dass wir direkt ein eigenes Kommando erhalten. Aber man hätte die ersten Missionen auch so drehen können, dass Taggart nun das Kommando führt und uns aktiv, weil wir ihn so beeindruckt haben, zum Captain ausbilden will, bevor er an die Akademie zurückkehrt. Sobald wir Level 10 erreichen und damit zum Lieutenant Commander befördert werden, könnte er in den Hintergrund treten und uns offiziell unser erstes Kommando geben. Spielerisch müsste sich nicht mal viel ändern, da die Führung von Außenteams eigentlich eh Sache des ersten Offiziers ist und die Steuerung des Schiffs im Raumkampf auch nicht voraussetzt, dass wir das Kommando haben.
Bevor wir unsere ersten Aufträge annehmen, kehren wir zum Raumdock zurück und erledigen ein paar Formalitäten wie die Änderung unserer Uniform. Und wir werben zwei neue Brückenoffiziere an. Unser Chefingenieur und erster Offizier wird der zukünftige Commander Flami, Schiffsarzt wird Dr. Creativum Elementum. Kill me later. Unsere nächste Mission klingt zunächst sehr gewöhnlich. Einen vulkanischen Botschafter von Vulkan zum Kloster auf Pejem bringen. Das Problem? Der Abt von Pejem will den Botschafter nicht dort haben. Er lässt sich aber überreden, wenn wir die Sicherheit des Klosters garantieren. Das wird schon in dem Moment hinfällig, als wir im Orbit von Pejem auf Klingonen treffen, die unter dem Kommando des Gewinners der klingonischen Namenslotterie, Captain T'Kak, die Auslieferung des Botschafters fordern. Sie sind davon überzeugt, dass es sich beim Botschafter um einen getarnten Agenten der Undinen handelt, die wir als Spezies 8472 kennen. Mein Problem hier? Das Verhalten der Klingonen wäre viel verständlicher, wenn sie wenigstens Indizien liefern würden, die ihren Verdacht untermauern. Eine 180-Grad-Wende in Haltung des Botschafters oder Verhalten, das nicht zu ihm passt zum Beispiel. Stattdessen stampfen sie nur wütend mit dem Fuß auf, wenn man ihre Aussage und damit ihre Familienehre anzweifelt. Als wäre es eine völlig normale Forderung, jemanden umbringen zu wollen, um zu sehen, dass er sich zurückverwandelt. Die Stadt Salem hat angerufen, sie hätte gerne ihre Hexenprozesse zurück. Watch. He'll turn red any second now. Any second now. Als wir das Kloster sichern, erfahren wir von Vulkan, dass die Leiche des Botschafters entdeckt wurde. Die Klingonen hatten also recht. Kurz darauf beamt sich der Betrüger vor uns und verwandelt sich vor aller Augen, da er enttarnt und der Plan, auch den Abt zu ersetzen, offensichtlich gescheitert ist. Ich wüsste nur zu gerne, was der Abt eines Klosters, der sich bewusst aus interstellarer Politik raushält, den Undinen gebracht hätte. Klar, Einfluss hatte er trotzdem, aber es muss doch bessere Kandidaten gegeben haben. Nach einem Gefecht auf dem Boden verlagert sich der Kampf jedenfalls in den Weltraum. Da dieser Arc immer noch lose zum Tutorial gehört, bringt uns das Spiel auch noch ein paar der erweiterten Mechaniken bei. Und auch jede Menge Blödsinn. Das Undinenschiff wird als Boss behandelt und da es ein paar Gewichtsklassen über unserer Liga spielt, sollen wir unsere Energie in die Schilde umleiten, um die Angriffe des Gegners tanken zu können, bis Verstärkung eintrifft. Ebenfalls neu sind Torpedos, die eigenständige Ziele sind und somit vor ihrem Einschlag abgefangen werden können. Anders als die regulären, bei denen von Anfang an feststeht, ob sie ihr Ziel treffen oder verfehlen. Zerstörbare Torpedos sind auch gut, aber dadurch, wie die Meta des Spiels funktioniert, ist Energie in irgendwas außer Waffen oder, bei Fähigkeitenbuilds, Hilfsenergie, völliger Blödsinn. Schilde skalieren im Laufe des Spiels verhältnismäßig wenig, sodass sie zum Ende hin kaum noch eine spürbare Wirkung haben. Unser Starterschiff hat eine Basishüllenkapazität von 10.000 Punkten, sein T6-Gegenpart landet auf Level 65 auf 51.750. Und an dem Punkt haben wir viele Möglichkeiten, diesen Wert noch zu steigern, die uns zum Teil sogar in den Schoß fallen. Schilde dagegen starten im 3000er-Bereich und erreichen selbst in den Varianten mit hoher Kapazität kaum die fünfstelligen Zahlen. Buffs für sie sind kaum zu bekommen und aufgrund der kleineren Zahlen sind relative Boni praktisch bedeutungslos. Sie müssten im Endgame mindestens doppelt so stark sein, damit sie an das ursprüngliche Verhältnis herankommen, geschweige denn relevant wären. Das ist insbesondere deshalb befremdlich, weil für die meisten Sternflottenschiffe die Schilde die erste und beste Verteidigung sind. Hier nimmt man ein Versagen der Schilde ab einem gewissen Punkt einfach hin. Und das ist auch deshalb schade, weil es etwas ist, wo die Fraktionen weiter hätten unterschieden werden können. Unter der Flotte finden wir auch die USS Challenger unter dem Kommando von Captain LaForge. Das finde ich hier aber okay, da uns dies im Grunde nur nebenbei wissen lässt, dass er im Spiel ist, ohne dass er etwas Weltbewegendes tun muss. So kommt er später nicht völlig aus dem Nichts. Ebenfalls anwesend ist die USS Kirk, die an sich nicht besonders ist, aber einen weiteren Gast an Bord hat, dem wir aber leider erstmal nicht begegnen werden. Nächster Stopp ist eine übliche Frachterrettung. Die Rettung der SS Azura hat die Reihenfolge mit der vorherigen Mission getauscht und führt uns durch ein paar weitere Formalitäten. Hier begegnen uns zum ersten Mal sekundäre Missionsziele, die von unserer Charakterklasse abhängen. In unserem Fall sollen wir Plasmaventile öffnen, um feindliche Klingonen ohne Feuergefecht zu töten, weil das jetzt anscheinend Sternenflottenprozedur ist. Nur, dass es in diesem Fall prompt nicht funktioniert. Wie gesagt, in diesem Spiel sucht der Jank euch. Außerdem erhalten wir hier die Fähigkeit, alle paar Stunden die Nachfolgerin der Azura zu uns zu rufen, um im Sektorenraum die Bank und den Exchange nutzen zu können. Mich stört allerdings der finale Raumkampf in dieser Mission. Auf zwei Bird of Preys folgt prompt ein Raumschiff der Nekva-Klasse, was im Grunde ein Instant Game Over für eine Miranda sein müsste. Und es ist ja nicht so, als gäbe es keine Größenordnung zwischen einem Billow Bird of Prey und dem früheren Flaggschiff der KDF. Als nächstes retten wir ein paar Wissenschaftler vor wütenden Gorn. Der Zerfall des romulanischen Sternenimperiums ist nämlich nicht die einzige Veränderung auf der galaktischen Bühne, auch die Gorn haben ihre Souveränität verloren, die Hegemonie ist nun ein Vasall des Klingonischen Reichs.
Während dieses Konflikts wurden auch einige Undinen enttarnt, weshalb die Klingonen auch so trigger-happy sind, was das Thema betrifft. Jedenfalls suchen manche Gorn jetzt nach allem, was sich nicht wehrt. So auch diese Wissenschaftler, die Hinweise gefunden haben, dass die Gorn diesen Planeten früher beherrschten. Das gäbe ihnen einen gewissen Anspruch auf das System. Andererseits heißt etwas mal besessen zu haben nicht automatisch, dass man auch Jahrhunderte später noch Anspruch darauf erheben kann, wenn dies einen Genozid zur Folge hätte. Ein paar vaporisierte Ex-Menschen später treffen wir auf Captain Snack, verjagen ihn ins All und retten erfolgreich die Geiseln, die Gorn genommen hatten. Unsere nächsten Befehle kommen direkt vom Sternflottengeheimdienst und führen uns in den Briar Patch. Allerdings nicht zu einem Urlaub nach Baku, sondern zu einer geheimen Waffenfabrik der Klingonen. An dieser Stelle lernen wir Ethan Burgess kennen, der uns später im Delta-Quadranten viele Aufträge geben wird. Wie in Insurrection gezeigt, hat der Briar Patch ein paar Besonderheiten. Wenn wir kein Wissenschaftsoffizier sind, können wir nicht mit vollem Impuls fliegen, was die Mission zieht, aber umgangen werden kann, indem wir einfach Energie in die Antriebe leiten. Interessanter sind die Metrion-Gaswolken, die wir anvisieren und detonieren lassen können, um damit feindliche Schiffe zu zerstören. Dafür muss aber natürlich die KI mitspielen. Anders als George W. Bush finden wir sogar eine Waffenfabrik, eingebaut in einen großen Asteroiden. Die gefangenen Wissenschaftler erzählen uns aber, dass sie auch einige sehr spezifische Waffen konstruieren sollten. Waffen, die Neutronium durchschlagen können und einen sogenannten Harpeng-Torpedo. Wir zerstören also die Prototypen, die noch hier sind, laden die Forschungsergebnisse herunter und kehren zum Schiff zurück, wo uns ein Botschafter Bewatt begrüßt. Der erzählt uns prompt, dass er schon so viel über uns gehört habe, was erstaunlich ist, denn von ihm haben wir bisher nichts gehört. Er meint jedenfalls, dass wir voll in seine Falle getappt sind. Nur, dass hieran nicht eine Falle ist und wir zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Kriegsverbrechen begangen haben. Keine Sorge, die kommen noch. Wir schießen uns jedenfalls den Weg frei und sprengen die Fabrik aus der Distanz. Zum Abschluss erhalten wir beunruhigende Nachrichten von jemandem aus Bewahrts Gefolge. Er hat einen Planetenkiller in seine Gewalt gebracht und deshalb auch das Interesse an der Zerstörung von Neutronium-Panzerung. Wir reisen also ins Donia-System, um uns der IKS Tark zu bemächtigen. By the way, das ist, als würden wir ein Schiff Hund nennen. In der Brick des Schiffs finden wir unsere Quelle, einen Klingonen namens Kavork, der Bewahrts Methoden so sehr verabscheut, dass er der Sternenflotte diese Informationen zuspielen musste, um seine persönliche Ehre zu bewahren. Kavork gibt uns auch einige Einblicke in Bewahrts Motive. Der Mann ist besessen von Konflikt und glaubt, dass das Reich ohne kollabieren wird. Dass das Reich seine besten Tage hinter sich hat, ist eine Einschätzung, mit der er keineswegs alleine ist. Man kann eine Feudalgesellschaft eben nur so weit strecken. Bewatt will aber den Planetenkiller benutzen, um jede Chance auf Frieden mit der Föderation zu ersticken und einen totalen Krieg auszulösen, der entweder mit der Vorherrschaft der Klingonen oder deren Vernichtung endet. Der Harpeng-Torpedo ist eine letzte Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Bewatt die Kontrolle über den Planetenkiller verliert. Interessant finde ich, wie nah Bewatts Ideologie an der von Adolf Hitler ist. Dessen Nero-Befehl zielte immerhin auch darauf ab, die Lebensgrundlage der deutschen Zivilbevölkerung zu zerstören, da diese nach dem verlorenen Krieg keine Existenzberechtigung mehr habe. Und so mächtig Planetenkiller sind, sie sind keineswegs unzerstörbar. Eine Allianz der übrigen Mächte, die durch eine solche Bedrohung weitaus wahrscheinlicher wäre, würde sicher einen Weg finden, den im Bewahrtsbesitz zu zerstören. Der Plan ist also, mit der Tark in das Imaga-System einzudringen und zwei Dinge zu erledigen. Zum einen müssen wir ein Dämpfungsfeld entfernen, das jeglicher Sternflottenverstärkung sonst die Energie entziehen würde, wie es auch die Breen nach ihrem Eintritt in den Dominion-Krieg taten. Und wir müssen Bewatt die Kontrolle über den Planetenkiller nehmen. Entweder müssen seine Streitkräfte sich dann zurückziehen, oder sie müssen bei der Vernichtung des Planetenkillers helfen. Zu diesem Zweck beamen wir auf den Planeten, getarnt durch Holo-Emitter, damit wir wie Klingonen aussehen. Was sicher glaubhafter wäre, wenn die Emitter nicht ständig sichtbar glitschen und wir keine Sternflottenwaffen tragen würden. Aber es genügt, um die Klingonen zu täuschen. Allerdings nicht die Tarks, die manche Gruppen begleiten. An sich eine althergebrachte Dynamik, die aber keiner näheren Betrachtung standhält. Wir können eine Gruppe Klingonen vor aller Augen abmetzeln, ohne dass andere Gruppen dadurch provoziert werden. Dennoch geriet ich hier meine erste Todesspirale, und da ich auf Elite spiele, erhielt mein Charakter jedes Mal eine Verletzung, die ihn schwächt, bis ich einen Arzt auf einer Sternenbasis aufsuchen kann. Ein Relikt aus frühen Zeiten des Spiels, aber es macht deutlich, wie es mit dem Tod umgeht, nämlich gar nicht. Die WoW-Lösung passte nicht ins Setting, aber es muss doch eine bessere Lösung als Debuff-Stacking oder völlige Konsequenzfreiheit geben. In den Story-Missionen kann ich das verkraften, aber in Koop-Missionen im Late-Game bricht dieses Problem dem Spiel das Genick. Da der Tod bzw. die Zerstörung des Schiffs kaum mehr als eine Unannehmlichkeit ist, nach der man halt einen meist sehr kurzen Timer abwartet, fehlt diesen Missionen oft eine Niederlagebedingung.
Im schlimmsten Fall sind diese vorhanden, aber basieren willkürlich auf Zielen, die auf niedrigeren Schwierigkeitsstufen optional sind. Da failte die Mission auch schon mal, wenn man einen ganz bestimmten Käfer nicht schnell genug erschossen hat. Ich wünschte, das wäre ein Witz, aber so funktionierte Backhand Elite. Auf der anderen Seite ist das Spiel sparsam damit, die Spieler für bessere Leistungen besser zu belohnen, was dazu führt, dass Skill keine Bedeutung hat. In jüngeren TFOs warten wir oft nur Timer ab. Aber wenn Respawns beschränkt wären, zum Beispiel nur bei Erreichen der nächsten Phase einer Operation oder mit einem großzügigeren Cooldown von einer Minute aufwärts, könnte man einen Squad-Wipe als allgemeine Niederlagebedingung etablieren. Das wiederum würde das Spiel von der reinen Damage-Meta wegbewegen, weil es nun tatsächlich sinnvoll wäre, einen Tank und einen Heiler in seiner Gruppe zu haben. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was Cryptic davon abhielt, diesen Weg zu verfolgen. Die Damage-Meta lieferte zwar ein Ziel für Wale, aber ich weigere mich zu glauben, dass die anderen Rollen dies nicht könnten. Zurück zum Plot. Wir erreichen beide Ziele und kehren zum Landeplatz der Tag zurück, wo uns Bewahrt erwartet. Er wähnt sich siegesicher wie ein Bond-Bösewicht, bis er erfährt, dass er die Situation nicht länger kontrolliert, woraufhin er sie lieber seinen Kriegern überlässt. Wir kehren zur Tag zurück und fliegen zum Planetenkiller, der sich einem unbewohnten Planeten im System genähert hat. Wir nähern uns für einen Scan, als er den Planeten zerstört. Kurz darauf startet ein Shuttle. Kavalk hat die Absicht, seine Fehler mit einem letzten Akt wieder gut zu machen. Destroying this abomination is the only way to redeem myself. Farewell. Captain, Koi Kailis Puglod, Koi Pukbe Puhu, Yakbo Matbo Jeshugui, Se Machume Uv, Mashu Managit Makko Tu, Nipe Yin Majakbo Ku, Van Mahemej Ejo Kinstak, Van Pumadi Pupare, Mashutak Kumame Pumashuta, Mahu. Und genau in diesem Moment kam ein Raid. Aber ehrlich, wieso hat Star Trek nicht mehr Space Shanties hervorgebracht? Man würde meinen, das wäre voll das Ding der Klingonen. Zeit für einen weiteren Bosskampf. Der Planetenkiller ist beschädigt, aber wir müssen Kavorks Mission mit den Harpeng-Torpedos vollenden. Der Haken? Die Torpedos müssen durch die Vordertür rein. Und das heißt, dass wir uns ins Schussfeld bewegen müssen. Und gleichzeitig beginnt ein Gefecht zwischen Sternflotte und KDF. Letztere glaubt wohl immer noch, die Kontrolle zurückerlangen zu können, aber beide dienen ebenso als Ablenkung für den Planetenkiller. Die ganze Sache ist im Grunde nur eine Timingfrage, aber immerhin etwas Abwechslung. Mit der Zerstörung des Planetenkillers wird auch der unmittelbare Konflikt gelöst und der Arc endet mit einem Verweis auf die Missionskitten, die wir als nächstes angehen könnten. Manche von euch denken jetzt vielleicht, wie vorbei? Das hing doch alles kaum zusammen und Bewahrt war so schnell weg, wie er gekommen ist. Und ihr hättet recht. Das Ding ist nämlich, dass hier einige Missionen fehlen, da sie für ein kommendes Remaster entfernt wurden. Und zwar 2018. Ich sag's nicht gerne, aber die kommen sehr wahrscheinlich nicht wieder. Wenn ihr das anders seht und meint, dass wir diese Mission tatsächlich noch sehen werden, bevor das Spiel stirbt, schreibt gerne einen Kommentar. Und wenn es soweit ist, denken wir alle an dieses Video und schauen nach, wer recht hat. Also was fehlt? Nun, der Spectres Arc war mal Teil dieses Arcs, ist aber nun ausgelagert. Wir hätten die Spuren des Undine-Infiltrators verfolgt, den wir auf Pearl Jam enttarnt haben. Es gab eine Mission, in der wir die Erschaffung genetisch verbesserter klingonischer Supersoldaten unterbunden und dank Victory is Life sogar Julian Bashir begegnet werden, der einen von STOs OCs ersetzte. Dann wäre Miral Paris beteiligt gewesen. Ich zähle sie nicht als Fanservice, da ihre Rolle in der Serie größtenteils auf die Schwangerschaft ihrer Mutter beschränkt war, und sie wäre ein Ziel für Bewahrt gewesen, da einige Klingonen sie als religiöse Ikone betrachten. Dies hätte darin gemündet, dass Bewahrt Miral entführt und wir beide durch den Guardian of Forever in die TOS-Ära verfolgen müssen, wo wir einen unverhofften Verbündeten im Bewahrts früheren Ich finden. Stellt euch vor, ihr seid moralisch so kaputt, dass euer Vergangenheits-Ich euren Feinden hilft, euch zu töten. Bewahrt hätte so in der Vergangenheit sein Ende gefunden. Kein Plan, wie die Zeitlinie das aushält, aber sei es drum. Immerhin war er im vollständigen Arc lästig genug, dass es sich gut anfühlte, ihm endlich ein Ende zu setzen. Who the hell are you? Agent Hitler, FBI. Es gibt nun ein paar Wege, wie wir weiter verfahren könnten. Eigentlich hätte ich gerne als nächstes den Breen Deferi Arc unter die Lupe genommen, der die erste Reihe von Featured Episodes war, in der in 5 Wochen 5 zusammenhängende Missionen erschienen. Cryptic scheint aber zu wollen, dass wir diesen Arc vergessen, und deshalb ist er nicht nur nicht mehr Teil der eigentlichen Missionsliste, er erfordert nun auch Level 65.
ein Zeitpunkt, zu dem wir wahrscheinlich schon viel größere Fische gefangen haben werden. Das gleiche gilt für die Spectres und Lost Dominion Arcs, welche ich jeweils mit dem TOS-Start und dem Cardassian Struggle Arc verknüpfen würde. So wie ich das sehe, müssen wir mehrgleisig fahren. Auf diesem Charakter würde ich als nächstes den Nimbus 3 Arc als Vorbereitung auf Romulan Mystery angehen. Vom Timing her müsste ich hier aber auch die Tutorials der Klingonen Romulaner folgen lassen. Einmal für den Krieg aus der klingonischen Sicht und einmal als weitere Vorbereitung auf Romulan Mystery. Ideal wäre natürlich, wenn Commander Ryder in der Zwischenzeit durch Dienstoffiziere und Admiralty Level 65 erreichen würde, damit wir danach in einer sinnvollen Reihenfolge weitermachen können. Aber ich kann noch nicht sagen, ob das realistisch ist. Danach wird hoffentlich alles etwas sauberer. Wir sehen uns also auf Nimbus 3 wieder.